Hallo und herzlich willkommen hier bei The Valley. Einem sehr, sehr beeindruckenden Spiel. Und ich denke, das wird euch gefallen. Ich sehe gerade, dass oben das Logo ein bisschen im Fenster hängt. Ich mache das gerade mal anders. Sekunde. Ich werde mal das Logo... Werde ich mal... Schwubbeli-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 wubbe
Hier im Valley haben wir keinen Kontakt zur Außenwelt. Das heißt, alle, die draußen sind, die müssen sich noch ein bisschen gedulden, bis sie dann endlich auch hier mit dem Suit durch, also mit dem Anzug durch die Gegend laufen können. Wir sind jetzt hier oben, hier können wir schon mal den Baum wiederbeleben. Das war der zweite. Und da ist schon wieder eine Pendulum-Kiste. Und da gibt es einmal hier ein Acorn. Und es gibt noch ein Medaillon. Zwei Medaillons haben wir jetzt schon. Ein bisschen Energy-Upgrade können wir noch gebrauchen. Ich glaube, da müssen wir rüberspringen. Und hier ist der dritte Baum. Halt, was war das? Da lag was. Das hat geleuchtet. Ach, das war nur ein Schatten. Na gut. Dann gucken wir uns mal, wo wir... Gucken wir uns mal an, was jetzt hier passiert ist. Die Tür ist aufgegangen. Hier liegt nichts mehr rum. Dann gehen wir mal weiter. Sehr hohe Gebäude hier. Aha. Also du sollst das Fallmoment benutzen, um durch angebrochene Oberflächen hindurchzubrechen, wie zum Beispiel da unten das. Aber wir müssen uns erst hier umgucken, weil wenn wir da unten reinfallen, dann werden wir hier nicht mehr hochkommen. Das heißt, wir gucken uns erstmal an, was es hier so alles zu finden gibt. Und hinter uns schreien irgendwie diese kleinen Waldgeister rum. Hier ist zum Beispiel eine Pendulumkiste. Ich glaube, da müssen wir von der anderen Seite reinspringen. Also, jetzt gehen wir erstmal noch hier durch diesen Raum. Ach, hier sind wir hergekommen. Okay. Dann. Wie komme ich denn da dran? Hä? Habe ich das übersehen? Ach so, nee, waren wir noch gar nicht gewesen. Okay, wir öffnen. Wir machen das mal auf und wir finden ein Medaillon. Ein... Achso, das ist das blaue, ist gar nichts. So, pass auf. Hier. Nochmal zwei Ahorn. Also nochmal zwei Eicheln. Und dann können wir weiterziehen. Und wir sollen es jetzt einfach drauf plumpsen lassen, oder was? Versuchen wir es mal. Soldaten, die den Leaf völlig müheloses Hüpfen durch die Luftanzug steuern, sind als Pathfinder oder Pfadfinder bekannt. Sie haben die Fähigkeit, Leben zu manipulieren und laufen mit bis zu 110 Stundenkilometer, was sie zu einem tödlichen Zusatz auf dem Kampffeld macht. Errungenschaft, the journey begins. Quest Update. Continuous search for Life Seed. Wir sollen die Suche nach dem Life Seed fortsetzen. Und das werden wir jetzt auch tun. Wir gucken mal, was hier neben so ist. Okay, ich glaube, da können wir uns runterplumpsen lassen. Da passiert nicht viel. Hier auch. So. Just what are these glowing orbs that everyone is making a fuss over? They're absolutely beautiful. They seem to grow randomly throughout the valley. I know nothing about them other than that they are indigenous to this valley and that the army is using their energy for their war project. That's about as much as they'll tell me. It's such a shame. I wish they would just let them be. But I suppose it's the whole reason we're here to begin with. Ja, sie fragt sich, wo diese Energieorbs herkommen und das Militär benutzt sie natürlich für ihre Kriegstechnologie.
Was auch sonst. Es sind zwei Masken in der Wand. Vier Masken. Die sind aber voll mit Energie. Das heißt, wir heben uns lieber mal die Orbs auf. Ins Wasser dürfen wir ja nicht. Aber wir können ja mal so vorsichtig gucken. Lass mal die Kisten noch aufmachen. Und ein Energy Upgrade. Was ist das? Das sind nur Pilze, okay. Wenn das echtes Schädel sind, ja? Wenn das Schädel sind, dann sind die aber verdammt groß. Was ist denn das hier in der Mitte? Ha. Weiter durch die Ruinen. So, wir gucken mal, was ist hier. Jetzt sind wir draußen. Aha. Ich erwarte immer, dass irgendwas passiert. Deswegen bin ich immer vorsichtig. Surus Valley, okay. Ich erwarte immer, dass irgendwas passiert. Deswegen bin ich da mal erst vorsichtig, wenn ich in ein neues Gebiet komme. Und laufe nicht sofort immer raus. Ich will mich immer erst umgucken. So, was haben wir hier? Das ist. Sieht aus wie ein Durchgang, der verschüttet ist oder so. Da kommen wir nicht weiter. Guckt euch mal an, wie schön das hier aussieht. Muss noch einen Screenshot machen. Wir ziehen mal weiter. Ein Medaillon. So, also bis hierhin ist auf jeden Fall die Armee schon vorgedrungen, weil es gibt ja hier überall die Kisten von denen. Da hinten sind wieder unsere Freunde. Und ich will mal versuchen, ob ich diesmal ein schönes Bild von denen machen kann, wenn sie ganz nah zu mir kommen. Das war nicht nah genug. Warte. Da. Oh, ich hoffe, dass das Bild geklappt hat. Das wäre ein tolles Bild. Das wäre auch ein tolles Bild. Komm doch mal her. Lass dich mal fotografieren. Die halten nicht still. Ich hoffe, dass jetzt irgendein Bild dabei ist, was funktioniert hat. Ihr werdet es nachher bei den Screenshots sehen. Oh, wir müssen ja gucken, dass wir Bäume wiederbeleben. Gab es hier irgendwelche Bäume, die noch wiederbelebt werden müssen oder irgendwelche toten Tiere? Denn wir sind nämlich gewappnet. Wir haben unsere Energiezelle voll. Wir können Gutes tun. Quasi, sozusagen. Ich versuche mal einen Double Jump zu machen. Wenn ich in der Luft bin, versuche ich nochmal drauf zu drücken. Das funktioniert aber irgendwie nicht. Was lag da? Nix. Alles klar, hier gibt es nichts. Ja, guck mal hier die Klippe runter, wie es da aussieht. Oh. Ja, das wäre nicht so gut, wenn wir da runtergehen. Oder fallen. Okay. Schnell. Das habe ich mir gedacht. Oh!
Habt ihr es gesehen? Da sind gleich zwei Blätter verschwunden. Ich habe mir das schon gedacht, dass das nicht so gut ist. But life must be traded for life. For more you, the more you die, the more the valley will die around you until it's fully deadened. Without enough life, you, the valley cannot be revived. Gib Leben zurück an tote Pflanzen oder Tiere, um das Valley wiederzubeleben. Das machen wir doch gerne. Hey! Die Bäume wollen keinen... Hier, der! Da ist auch eine Nuss runtergefallen. Wie schön. Ja, eben, dass wir gestorben sind, ist natürlich eine blöde Sache. Ich will da reingucken. Und ist nur schwarz. Natürlich werden wir alles wiederbeleben, was geht. Ganz klar. Ich muss noch mal gucken. Ich weiß ja nicht, wofür die Nüsse gut sind. Wir haben schon 22 Stück gesammelt. Wir werden natürlich jedes Leben, was wir hier finden, also jedes tote Tier, werden wir natürlich wiederbeleben, ist ganz klar. Und wir wollen natürlich versuchen, kein Leben zu nehmen. Oh, das geht sehr tief darunter. Oh, warte mal, hier war was Grünes. Das habe ich gar nicht gesehen. Also wir müssen möglichst viel Leben retten, damit das Tal hier dann... Ah, ah. Ach so, die auch. Oh mein Gott, die Ranken müssen wir auch. Da muss ich ja meinen Cursor die ganze Zeit im Auge behalten. Da bin ich ganz schlecht drin. Hier gab es keine Ranken, oder? Ist kein Open-World-Game, wie man merkt, weil es wird immer hinter uns, wird immer nach einem kurzen Stück wird uns nämlich hier der Weg abgeschnitten. Abbricht mal die Brücke zusammen. Wir sprengen eine Mauer runter, die wir nicht mehr hochkommen und so. Und wir haben oben verschiedene Bäume nicht wiederbelebt, weil wir nicht hingekommen sind. Das heißt, wir müssen auch die Bäume wiederbeleben, die wir nur so im Hintergrund sehen. Müssen wir alles wiederbeleben. So, was haben wir denn hier noch? Leuchtet es irgendwo grün auf? Ich hoffe, dass ich alles sehe. Ach, Mann. Excavation Site. Was ist das Blaues? Hier ist alles in Ordnung, oder? Wurzel, brauchst du Leben? Oh, ich muss vor allen Dingen Leben sammeln. Jetzt bin ich irgendwie einen anderen Weg gegangen. Sekunde. Ich habe hier. Ich glaube, hier waren keine Orbs, oder? Jetzt hätte ich die aufgesammelt. Da ist noch ein Orb. Ich will nicht so... Ja, ich will nicht unaufgeladen da in ein neues Gebiet gehen. Jetzt gehen wir wieder zurück. Da oben ist ein Orb. Wie soll ich da hinkommen? Da oben.
ein Hinweis, dass ich hier hoch soll? Ich glaube, da können wir drauf springen. Hihihihi. So, das hat schon mal gut geklappt. Jetzt gucken wir uns mal weiter um. Jetzt geht's hier weiter. It's clear to me that the natives of the valley worshipped the giant tree here almost as a deity. Great lengths were taken to construct obelisks around this tree, which the ancients used to help grow it. I've begun to use the term Titan tree to designate this species. According to my interpretations, once every 1,000 years, the Titan tree will produce the mythological and famed life seed, said to possess the power to shatter the world into fragments. No wonder the military is so interested in this place. Huh? So that tree produces the life seed. Also, es gibt hier den Titanenbaum und wir sollen den Wurzeln folgen. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob der Baum hier gemeint ist. Wir sollen alle Obelisken um ihn herum aktivieren. Hier rein oder was? Okay, hier geht's hoch. Lass mal außen rumlaufen. Hier geht eine Wurzel raus. Die geht hier unten rein. Okay, da hinten ist irgendwas Großes. Hier geht eine fette Wurzel entlang. Hier ist schon mal eine Kiste. Notiz von Virginia King. Heilige Bäume sind häufig in Mythologien überall auf der Welt. Normalerweise dienen sie als Symbole für Wachstum, Tod und Wiederauferstehung. Da könnt ihr ja vielleicht mal einfach eine kurze Pause machen. Yggdrasil ist übrigens der Weltenbaum. So. Und da ist noch eine Kiste. Und wir nehmen das noch mit. Und guck mal, da war noch eine. War das die Kiste, die wir gerade eben aufgemacht haben? Alles klar. Gut, wir gehen also erstmal hier dieser Wurzel nach. Okay. Guck mal, hier ist die Wurzel so dick und da ist sie schon um einiges fetter. Jetzt ist es doch irgendwie Open World-mäßig, oder? Da ist eine Konstruktion, die oben auf den Berg hochführt. Da ist so ein Gerüst, seht ihr das? Mach mal einen Screenshot. Ah. Nochmal zurück, wir müssen unsere Aufgabe noch erfüllen. Wir beginnen erstmal hier hinten in der Ecke. Sonst vergessen wir einfach ganz viele Sachen. Hier ist auch so ein Gerüst. Das scheint aber eher neuerer Zeit zu entspringen. Guck doch mal an, wie das hier aussieht. Ich hoffe, dass das Video nicht so ruckelt, wie ich das jetzt hier in meinem Vorschaubildschirm sehe. In meinem Vorschaubildschirm tut es ganz schön ruckeln. Das wäre echt doof, wenn das so ruckeln würde. So, der Baum braucht keine Hilfe. Da unten, der braucht aber Hilfe.
Die brauchen keine Hilfe. Und wir folgen der Wurzel. Da ist noch ein Baum. Ich hoffe, dass ich da oben ist noch ein Baum. Tut mir leid, jetzt muss ich das ganze Stück nochmal zurücklaufen, aber es ist ja nicht so weit weg. Das da? Nee. Kann ich den von hier unten sehen? So, den hätten wir auch gerettet. Und dann nochmal hier entlang. Wir können ja auch hier so ein bisschen Flugzeit noch mit benutzen. So, die sieht ziemlich verdorrt aus. Den haben wir eben schon wieder belebt. So, jetzt gucken wir mal hier hinter. Ob hier irgendwo was versteckt ist. Alles klar, was ist das? Okay, das war der Baum da drüben. Den habe ich gar nicht angevisiert gehabt. So. Ach, das war hier. War das eine Ranke, die ich jetzt wiederbelebt habe? Oh, da ist noch eine. Da ist noch eine Eichel. Ja, Leute, es ist leider schon Zeit. Wir müssen wieder Pause machen für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich werde jetzt auch erstmal die ersten 3 Folgen rendern, um zu gucken, wie die Qualität ist. Vielleicht muss ich da nochmal was nachstellen. Und, oh, by giving life to trees, there's a chance that one or more golden acorns will drop. Okay, das haben wir schon rausgefunden. Collect and use acorns to open certain ancient doors. Aber das werden wir beim nächsten Mal machen. Das machen wir beim nächsten Mal, denn das würde jetzt die Folge sprengen. Wir sind schon bei 27 Minuten und ihr wisst ja, man darf das Ganze auch nicht so übertreiben. So, liebe Leute, das war's für heute mit The Valley. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr guckt auch beim nächsten Mal wieder zu. Macht's gut, bis dann, tschüss! Hier ein Blick auf 2 von vielen Serien auf meinem Kanal. Schaut doch auch da mal vorbei und vergesst auch nicht zu subscriben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.